Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der VfB Stuttgart Karriere. Letzte Episode sind wir leider kläglich in der Champions League rausgeflogen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, habe ich es euch jetzt gespoilt, aber schaut gerne nochmal vorbei. Es war wirklich sehr, sehr traurig. Ich habe nicht erwartet, dass wir an Manchester United scheitern werden oder dass wir uns an sich so schwer tun werden. Und das ist natürlich dann richtig bitter für uns. Unser Traum war natürlich, diese Saison das Triple zu holen. Hier in der Bundesliga sind wir Erster, noch vor Bayern, gegen die es heute im ersten Spiel geht. Und wir hatten einfach die besten Möglichkeiten dazu, hier wirklich eine gute Saison abzuliefern. Aber sind jetzt, wie gesagt, in der ersten K.O.-Runde an Manchester United gescheitert. Das war wirklich sehr traurig und hätte nicht gedacht, dass es so passieren könnte. Aber wie dem auch sei, wir müssen uns jetzt wieder auf die Liga konzentrieren und auf den DFB-Pokal, der dann in der nächsten Episode kommt, da dann das Halbfinale. Hier sind wir jetzt erstmal gegen Bayern. Wie gesagt, wenn die gegen uns gewinnen, sind sie nochmal auf 2 Punkte dran. Wir haben gerade 5 Punkte Vorsprung. Aber am Anfang waren erstmal wir die dominantere Mannschaft. Hatten hier einen Longshot mit Guendouzi. Dann die Flanke, die reinkam, leider wieder abgewehrt. Aber kam direkt zurück auf Angelinho. Der legt weiter auf Yannis Hagi. Der nimmt sich einfach mal das Herz und haut das Ding einfach ein. Yannis Hagi, ich könnte einen Liebesbrief an den Typ schreiben diese Saison. Es ist der Wahnsinn. Ich bin wirklich so krass begeistert, was der hier abliefert. Weil große Spieler, große Spiele sind einfach so. Und hier sieht man es wieder. Es gehen nicht so viel, außer ein paar Longshots hier und da. Eine Flanke, die nicht reinkam. Und dann dachte sich Yannis Hagi einfach mal, er macht es halt dann alleine. Und wie er es alleine macht. Yannis Hagi macht es dann nicht nochmal alleine, sondern legt weiter auf Michael Obafemi, den Bundesliga-Top-Torschützen. Und er baut seine Führung aus vor González und vor Isak, die heute beide auch spielen. Macht das Tor hier zum 2:0. Also Yannis Hagi, Tor und Vorlage. Michael Obafemi mal wieder mit einem Tor. Alles so wie eigentlich immer die Saison, außer halt dann gegen Manchester United, als es dann gezählt hat. Da hätten wir wirklich sehr viel mehr gebraucht als das, was dann am Ende dabei rumkam. Aber im Endeffekt sind wir halt dann leider da ausgeschieden. Ich muss mich nochmal bedanken für den Support in den letzten Tagen. War wieder sehr geil, die 10 Likes so schnell zu knacken auf dem Stuttgart-Video. Deswegen mache ich heute einfach mal die Challenge für, was sagen wir, 12 Likes. Komm, wir machen 12 Likes. Ihr seid unser 12. Mann auf der Tribüne. Und das ist unser Ziel für die heutige Episode. Hier jetzt aber leider nochmal eine Hiobsbotschaft. Und zwar Michael Obafemi geht runter im Zweikampf mit dem Innenverteidiger von Bayern. Ich weiß gar nicht, welcher es war. Geht auf jeden Fall runter und steht auch nicht nochmal auf. Das kann ich euch verraten. Wir werden gleich sehen, wie lang die Verletzung ist. Aber hier gewinnen wir erstmal das Topspiel mit 2:0. Halten also Bayern auf Abstand. Ich glaube, 8 Punkte müssten es jetzt sein. Und sorgen dafür, dass die auf jeden Fall nicht mehr an uns drankommen dieses Jahr oder nicht mehr an uns drankommen sollten. Natürlich, wenn wir jetzt lauter Fehler gegen kleinere Clubs machen, kann es trotzdem noch passieren. Aber fürs Erste sind wir jetzt mal weg. Und Michael Obafemi ist leider auch weg. Also Kreuzbandriss, 7 Monate Ausfallzeit. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. War auf dem besten Wege, der Top-Torschütze der Bundesliga-Saison zu werden, nachdem er 2 Jahre ausgeliehen war und zurückkam an alte Wirkungsstätte zu uns. Das ist einfach wirklich sehr, sehr bitter. Wir können zum Glück jetzt für die letzten paar Wochen auf Kalajdzic zurückgreifen, müssen dann im Sturm aber auf jeden Fall im Sommer aktiv werden. Also das geht eigentlich gar nicht anders. Hier noch ein 1:1 gegen Schalke. Das ist natürlich auch massiv dumm, direkt nach dem Topspiel wieder Punkte liegen zu lassen gegen Tabellen-17. Aber im Endeffekt war es dann so. Und dann wollen auch noch zwei Jugendspieler aus der Jugendabteilung hochgeholt werden. Der erste hier ist Souleymane Ba. Und das ist ein Rechtsverteidiger aus Kamerun. Nehmen wir mal mit. Leihen wir aus, so wie immer. Das ist ganz normal bei uns in der Karriere. Das muss man halt dieses Jahr so machen bei den Karrieren. Die Spieler ausleihen, damit sie ihr Potenzial nicht verlieren. Justus Schubert, da ist er endlich, unser Torhüter, für den ich schon beschimpft wurde, dass ich ihn nicht hochgeholt habe. Natürlich alles nur aus Spaß, aber jetzt wollte er auch hochgeholt werden, weil jetzt ist er auch 17 und deswegen wird er jetzt hochgeholt. Dann sehen wir hier Yannis Hagi, ein Assist weg von der Rekordzahl, 21, hat jetzt 11 Tore und 20 Assists in 26 Spielen. Das müsst ihr euch mal geben als Zehner. Und in diesem Spiel könnte er dann mit einem Assist gleichziehen mit Thomas Müller. Mit 2 Assists überholt er ihn und stellt einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Also Rekord einstellen, Rekord aufstellen. Das sind die zwei Agendapunkte heute mit Yannis Hagi. Hier schon die erste Ballberührung im gegnerischen 16er. Bringt auch die erste Flanke rein auf Kalajdzic. Das ist natürlich ein gutes Mittel, um Assists zu sammeln. Aber erstens war er im Abseits und zweitens schießt er eh drüber. Dann aber Kalajdzic gibt den Assist an Angelinho ab. Also Angelinho holt sich den Assist bei Kalajdzic, so habe ich es gemeint. Und Kalajdzic macht hier das 1:0 mit seinem starken rechten Fuß. Zeigt natürlich auch, der ist natürlich auch nur ein Rating schlechter. Also ein 83er Kalajdzic vorne im Sturm ist auch nicht schlecht. Also wir können uns auch nur ein Backup holen im Sommer. Aber irgendwas müssen wir da auf jeden Fall tun, weil 7 Monate sind halt dann schon noch ein Großteil der nächsten Saison. Also nächste Saison werden dann wahrscheinlich
noch so 4 bis 5 Monate sein und das ist halt dann einfach mal fast eine komplette Hinrunde. Das können wir halt nicht gebrauchen. Da brauchen wir halt auf jeden Fall mehr, vor allem wenn wir dann ja wieder in der Champions League sind, was wir ja auf jeden Fall sind. Hagi holt sich dann hier die erste Vorlage auf Nico Gonzalez ab und stellt damit den Bundesliga-Rekord ein. Hier der kleine Steckpass auf Gonzalez, der mit seinem rechten Fuß haut das Ding dann am Torwart vorbei. Und ich kann euch schon mal verraten, Gonzalez ist nah dran an Obafemi mit den Toren. Das war am Anfang gar nicht so, aber in letzter Zeit hat er sehr viel aufgeholt. Hagi gibt dann hier den Assist an Gonzalez, aber es ist Abseits. Also es ist noch nicht der Rekord, auf den müssen wir noch ein bisschen warten mit Giannis Hagi. Der kommt hier leider noch nicht. Aber hier sehen wir schon wieder Giannis Hagi mit dem Ball. Gonzalez kriegt ihn und Gonzalez schließt ab ohne. Macht das Tor und Giannis Hagi hat den Bundesliga-Rekord aufgestellt. 22 Assists in einer Saison, das hat noch niemand vorhin geschafft und es wird auch wahrscheinlich erstmal niemand schaffen. Vor allem in der Echt, glaube ich, sieht es gar nicht so gut aus. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Assists Müller hat. Wahrscheinlich wieder einige, aber ich glaube nicht, dass er den Rekord aufstellt. Von daher ist er jetzt erstmal bei uns in Stuttgart bei Giannis Hagi genauso natürlich wie der Rekord von Timo Hildebrand. Also Stuttgart sammelt hier die Rekorde. Gonzalez Man of the Match, aber hier sehen wir es. Giannis Hagi, 22 Vorlagen, 27 Spiele. Absoluter Wahnsinn, was der die Saison macht. Gonzalez holt hier noch den Spieler des Monats, deswegen sage ich euch, der kommt so langsam mit den Toren an Michael Obafemi dran. Es könnte sogar sein, dass er vor dem Spiel jetzt schon gleich gewesen ist. Ich habe vergessen, das hier reinzumachen, aber das sehen wir uns in der nächsten Episode irgendwann mal an, dass wir die Torschützenliste angucken, weil da wird Gonzalez ihn jetzt auch leider überholen. Mir kam es wieder, ich habe davor nämlich geguckt und hier ist das 24. Tor. Obafemi hat nur 23. Ist natürlich auch unfair für Obafemi. Der Mann hat halt jetzt keine Chance mehr mitzuhalten mit Gonzalez. Also Gonzalez hat dann halt am Ende auch mehr Spiele. Aber so ist es halt. Die 23 Tore von Michael Obafemi in seinen 26 Einsätzen dieses Jahr sind schon eine besondere Klasse. Also das muss man einfach dazu sagen. Der muss sich davor niemand verstecken, auch wenn er nicht die Torjägerkrone bekommt. Gonzalez holt sich dann auch noch den Assist ab auf Orkun Kökçü. Ich habe es voll vergessen. Aber auf jeden Fall auf Kökçü, der macht hier sein Tor. Der fügt sich wirklich super ein. Also mit dem habe ich wirklich an dem habe ich nichts auszusetzen. Der macht einfach seinen Job, taucht immer wieder vorne auf, macht hier das ein oder andere Tor, war jetzt, glaube ich, schon sein zweites. Hat die ein oder andere Vorlage, wie jetzt auch hier auf Pavlovic zum Beispiel. Und macht wirklich einfach einen super Job da im Mittelfeld als Mangala-Ersatz, wenn Mangala mal ein bisschen Pause braucht. Hat Mangala ja in den letzten 2 Jahren, glaube ich, kaum bekommen, die Pause. Hier habe ich dann vergessen aufzunehmen, weil ich irgendwie die Aufnahme kurz pausiert hatte, habe das Tor dann verpasst, deswegen seht ihr es jetzt hier nochmal nach. Klimovic auf Gonzalez und Gonzalez dann mit dem flachen Abschluss am Torwart vorbei, wird danach noch umgehauen, aber das macht natürlich nichts, wenn der Ball eh schon im Tor ist. Er hat sich nicht verletzt, von daher alles gut. Bremen holt sich hier noch dann einmal ein bisschen was fürs Gewissen ab. Hier Matazzo macht noch das 4:1, aber das war es dann auch. Das war alles nur noch Ergebniskosmetik. Bremen konnte uns nicht mehr gefährlich werden. Wir holen uns hier, wie gesagt, die 3 Punkte und können damit sehr glücklich sein. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich noch nichts zum Dortmund-Spiel gesagt habe, ich nehme es heute vor dem Dortmund-Spiel auf. Deswegen, da kriegt ihr dann morgen im Stream kriegt ihr dann meine Einschätzung, 14 Uhr. Also heute im Stream dann quasi, wenn ihr es guckt, heute im Stream, Sonntag 14 Uhr auf YouTube, da sind wir dann am Start. Und genau, nee, Gonzalez hat hier nämlich, okay, ich habe es doch reingemacht, ich bin ein Genie, Gonzalez hat hier nämlich sein 23. Tor gemacht und ja, beide 23 Tore in 26 Spielen und jetzt kann es natürlich Gonzalez dann ausbauen. Die Torschützenkrone oder die Torjägerliste, die Führung an der Torjägerliste, was auch immer. Ich laber hier schon wieder richtig Bullshit. Aber Gonzalez macht auf jeden Fall hier sein Hattrick, hat jetzt 26 Tore und ist alleiniger Führender an der Spitze der Torjägerliste. Wir sind alleiniger Führender an der Spitze der Tabelle und zwar mit 8 Punkten Abstand auf den FC Bayern München. Von daher können wir uns da ganz entspannt in die letzten 4 Spiele begeben und ins Halbfinale des DFB-Pokals. Das alles seht ihr in der nächsten Episode. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da, würde uns extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem anderen Video wieder, im Stream wieder oder wo auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.